Oh, was? 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 Ja! Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Crysis 3. Oh, ja, wir sehen schon, es ist ein bisschen sehr holprig hier gerade. Also, auf zu unserem richtigen Ziel. Und dieser Wagen ist doch verdammt schnell. Uah. Verdammt schnell und unkontrollierbar. Oh, nein, 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 nein. Ich weiß ganz genau, dass Autos kein Wasser mögen. Deshalb werden wir da auch nicht hineinfahren. Zwei Autos nebeneinander. Genau, hier waren wir. Dort, wo das Auto nicht hochkommt. Super. So. Munition erstmal holen. Das werden wir uns für später aufbewahren. Moment. Wo sind die Zelleinheiten hin, die hier vorher noch waren? Ich meinte Seth, nicht Zell. Sie sind weg. Das ist gut für uns. Denn erstmal werden wir das Geschütz hacken und damit werden die ganz viel Spaß haben. Oh. Wow. Das war knapp. Das ist aber auch ein heftiges Geschütz. Erinnert mich ein bisschen an Supreme Commander, falls ihr das Spiel kennt. Jo. Das ging ja diesmal schnell. Weil die restlichen Einheiten irgendwie fehlen, die hier vorher waren. Wahrscheinlich sind sie weitergereist. Auch wenn das ein bisschen komisch ist, da die das hier alleine gelassen haben. Aber okay, scheint denen ja doch nicht so wichtig zu sein. Ich finde, ein letztes Mal. Komm schon, Michael. Jag das Ding in die Luft. Okay, ganz ruhig bleiben. Wir haben es fast geschafft. Das war's. Ich glaube, wir haben der Verteidigung der Self einen schweren Schlag versetzt. Jetzt kommen wir an den Strahl ran. Sichere die Landezone. Ich komme runter. Alles klar. Wir haben ja noch heilige Scheiße. Ach so, wir haben jetzt ein Geschütz an unserer Seite und auch noch diesen Flieger. Geil. Bitte kein Großglotz. Nö, das sind keine Großglotz. Auch nicht schlecht. Können wir von hier aus durchschießen? Jo! Perfekt! Die wollen von hinten an uns ran, hä? Das lasse ich nicht zu. Bleiben. Two men remain. Fettsack. Nix da, Fetti. Komm her. Okay, lande auf dem Dach. Triebwerke lasse ich laufen, damit wir schnell weg können. Alles klar. Ich glaube, das gönne ich mir. Nein, nicht das. Das.
Bin unten. Wo denn? Ach, da hinten. War sogar der richtige Weg. Nimm dich hinter die Kanone. Komm schon. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Moment. Hey, hätte ich gewusst, dass ich mal Taxifahrer werde, hätte ich einen Schein gemacht. Boah, ist das cool. Ist das cool. Nein. Ich hatte schon seit einer Weile was im Nacken. Das wird jetzt etwas. Hallo, Leute. Oh. Zwischen die Häuser. Das dürfte Scheiße. Und das funktioniert? Keine Ahnung. Verdammt! Oh. Schütte ihn ab! Flieg aus, mein Manöver! Das musst du mir nicht sagen. Mein Urgroßvater hat über London Defiance geflogen. Du hast ihn erwischt. Wuhu! Boah. Das ist echt schwer, hier mit zu zielen. Yes! Dafür sind zwei an unseren. Oder in unserem Nacken. Ah, Scheiße! Boah! Komm, her! Oh! Geh kaputt! Feuer! Ja! Bin dabei! Keinen Raketenwerfer haben. Boah. Ja. Ist noch einer. Yes. Sie haben eine Schwachstelle. Genau da, wo sie nicht gepanzert sind. Oh. Alter Schwede. War da ein Bomber? Wie hätte ich den denn holen sollen? Die hab ich. Oh! Da! Dabei! Ach so, hinter uns. Ja, die hinter uns kann ich leider nicht angreifen. Bitte sag nicht, du machst nochmal so ein Looping. Komm her! Oh. Immer näher. Oh. Okay. Oh. Komm her, du! Ja! Erledigt! Gute Arbeit! Jawoll! Da wird ja einen teilweise schwindelig. Komm her! Yes! Das sind ja nicht gerade wenig. Ein Schutzlöcher! Verdammt! Kannst du die mal jetzt fertig machen? Noch mehr? Sag mal, willst du nicht langsam mal zu dem Strahl fliegen? Oh, oh, oh. Das war's! Wir sind fertig! Niemals in der Geschichte der menschlichen Konflikte wurden so viele hässliche Tintenfische von so wenigen abgeschlachtet. Ich sehe hier nur noch Warnlampen. Wie sieht's bei dir da hinten aus? Mehrere Brände. Sieht nicht gut aus. Die Kiste fällt gleich auseinander. Okay. Am Boden können wir nicht landen. Ich versuche irgendwie das Los Hatton-Gebäude zu erreichen. Von dort hast du einen tollen Blick auf den Strahl. Klingt das gut? Versuchen wir es. Gleich haben wir es. Komm schon! Ich glaube, wir haben's geschafft. Oh, perfekto. Scheiße. Kümmer du dich um die Triebwerke, ich halte auf. Oh ja, Sir, natürlich, Sir. Ich darf das Flugzeug bis gerade reparieren. Wir haben ja ganze Alien-Horden im Jenseits. Ganz korrekt. Deshalb bin ich zur Armee gegangen. Was? Wieso? Wie?
Spaß hat. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt! Dammit. Okay, wir gehen wieder flott. Aber ich brauch noch ein bisschen. Jawoll! Hast du das schon mal gesehen? Was ist das? Weiß der Teufel! Könnt ihr es einfach! Was zur Hölle? Okay. Du wirst also mein nächster Gegner sein, hä? Seth Mastermind. Ich muss ihn analysieren. Der. Wie soll er funktionieren? Aua. Überlegen. Wow. Wollt ihr mal Unterstützung? Ja, schmeckt das! Widerliches Alien! Fuck! Schnell nachladen. Hier irgendwas machen, irgendwas. Atmen. Tatsächlich? Verdammt, er hat sich umgedreht. Vielleicht muss ich einfach seine... Moment. Yes! Heilige Scheiße! Jetzt ist er erstmal wieder sauer. Keine Munition mehr. Super. Schmeckt das! Oh oh. Jetzt mal Muni holen hier, genau. Jetzt macht er wahrscheinlich erst EMP. Nein? Bist du da schon so ausgepowert? Du brennst ja schon. Ich warte noch ein wenig. Das muss ich. Muss er mit dem Rücken zu mir gehen? Sein. Wenn das diese EMP ist, die diese Roboter machen, dann hat er mich geortet. Jetzt! Nicht jetzt! Oh, oh. Nicht schlimm.
War nur eine EMP. Ich bin hinter einer Wand, der kann mich nicht sehen. Sag ich doch. Der macht das gerade ziemlich auf. Dreh dich um. Ja! Stirb endlich! Alles unter Kontrolle, Leute. Alles unter Kontrolle. Schmeckt das! Ja! Yeah! Oh, oh. Boah. Er reißt ganze Bäume aus, ey. Oh, was? Hilfe. Hey. Muss irgendwie in seine Nähe kommen. Das ist nicht deren Ernst. Scheiße, ich hab mich gesehen. Glaube ich zumindest. Wenn ich jetzt mal langsam umgucke. Ding. Geht doch. Ja! Oh, fuck. Ach du Scheiße. Jetzt hat er noch mehr. Das sind wahrscheinlich die Überreste der Aliens. Das wird einiges erklären, jedenfalls. Erinnert mich an die Tatsache, dass ich ihn angreifen kann.
geh kaputt, endlich. Was ein Gegner. Money. Perfekt. Wieso dreht er sich denn um? Meint. Willst du mich verarschen? Da vorne keine Panzerung mehr. Jetzt! Geh, verreck endlich! Stirb! Wenig weit weg von mir. Gut. So weit reicht das nicht. Los! Stirb endlich! Oh nein, 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 nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Komm her, du! Ich hab ihn! Ich hab's geschafft. Und wir sind ganz da bei dem Strahl. Dann hören wir uns als letztes noch diese Nachricht an. Und dann kommt da wahrscheinlich noch was. Ah, ist keine Nachricht. Okay, ich hab jetzt keinen Bock, das vorzulesen. Wow. Was merkt? Gut. Den Boss haben wir besiegt. Und damit sage ich, Hause Leute, bis zur nächsten Folge. Dann treten wir den letzten Alpha Seth, falls der dann kommt, in den Arsch. Und wenn nicht, treten wir den anderen Seth auch noch in den Arsch. Gut. Hause.